Ich bin so sauer, verdammte Scheiße, meine Damen und Herren. Ich bin so wütend, nicht nur, weil mein Stuhl so niedrig ist. Ich bin so wütend wegen der Benzinpreise. Die Benzinpreise in Deutschland sind explodiert wie eine thermobarische Bombe. Mir ist vorhin an der Tankstelle fast vor Wut die Beefy Pepperami in meine Dose Monster Energy reingefallen. Das gibt's doch gar nicht. Der Krieg in der Ukraine lässt die Ölpreise steigen. Das macht sich auch an den Tankstellen bemerkbar. Seit Ende Dezember waren die Preise für Benzin und Diesel bereits kontinuierlich gestiegen. Mit Ausbruch des Krieges gingen sie massiv hoch. Was ist das Leid der Menschen in der Ukraine gegen die Schmerzen von uns Deutschen an der Zapfsäule? Sie kennen das Sprichwort. Die ersten Opfer des Krieges sind immer die deutschen Autofahrer. Putin, nimm die Ukraine, nimm Polen, nimm Ungarn meinetwegen mit. Aber bitte mach, dass ein Liter Diesel wieder so viel kostet wie ein Liter Sonnenblumenöl bei Aldi. Damit wir solche schrecklichen Bilder nicht mehr sehen müssen. Morgen. Morgen. Ich bin jetzt hier gerade an der Tankstelle vorbeigefahren und es ist wirklich... Ihre Diesel 2,12 Euro. Ich finde, da ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, da muss man handeln. Ja, Ministerpräsident Tobias Hans, der Saarland Zelensky hat vollkommen recht. Wir müssen handeln. Aber was kann man machen, wenn das Benzin zu teuer ist? Darf ich in Zukunft vielleicht etwa nur noch 180 fahren mit meinem kultigen Youngtimer 911er? Tempolimit oder was? Bitte nicht. Ja, was denn dann? Was denn dann? Muss ganz Deutschland mit dem Lastenrad ins Homeoffice fahren? Kommt jetzt der E-Zeppelin? Es gibt keine Alternative zum teuren Auto. Oder, Herr Bundesminister, oder haben Sie eine Idee? Ich fahre gerne Bahn, finde die Bahn großartig. Und ich will mich als Verkehrsminister dafür einsetzen, dass sie noch attraktiver wird. Noch attraktiver? Die Bahn ist doch schon super attraktiv. Unsere deutsche Bahn. Unsere attraktive Rettung, wenn das Autofahren mal wieder zu teuer wird. Stimmt, die Bahn in Deutschland. Die Bahn in Deutschland ist so attraktiv und so cool und so beliebt. Schauen Sie mal, wie happy Volker Wissing aussieht, wenn er über die Bahn redet. Volker Wissing. Ganz wichtig, wenn man als Verkehrsminister über die Deutsche Bahn redet, die Augen müssen mitlachen. Was der Mund macht, ist egal. Die Augen müssen happy aussehen. Denn... Die Bahn ist in Deutschland nicht irgendein beliebiges Verkehrsmittel. Die Bahn ist bei uns so wichtig, hat einen so hohen Stellenwert, dass sie sogar im Grundgesetz steht. Mhm. Der Bund gewährleistet, dass dem Wohl der Allgemeinheit, insbesondere den Verkehrsbedürfnissen, beim Ausbau und Erhalt des Schienennetzes der Eisenbahn des Bundes sowie bei deren Verkehrsangeboten auf diesem Schienennetz, soweit diese nicht den Schienenpersonennahverkehr betreffen, Rechnung getragen wird. Steht auf Seite 38 im Grundgesetz, Artikel 87e Absatz 4 im deutschen Grundgesetz. Der Bahnartikel. In unserer Verfassung heißt es seit 1994, der Bund gewährleistet zum Wohl der Allgemeinheit den Ausbau und Erhalt des Schienennetzes. Bahnfahren ist also praktisch sowas wie ein Grundrecht. So wie günstig tanken, nur dass das Recht auf Bahnfahren halt wirklich im Grundgesetz steht und nicht nur bei Bild.de. Und es gibt noch ein zweites Grundrecht zur Deutschen Bahn. Mhm. Oh, ja, zwar folgendes: In jeder Familien-WhatsApp-Gruppe muss mindestens jeder einmal am Tag einen billigen Witz über die Deutsche Bahn machen. Bald kostet der Sprit so viel, dass sich eine Bahnfahrt fast rechnet. Millionen Familien-WhatsApp-Gruppen in Deutschland sind voll mit billigen Bahngags. Ja. Wenn man das Logo der Deutschen Bahn auf den Kopf stellt, sieht man den Kunden. Nichts liefert so zuverlässig Material für Witzbilder wie die Bahn. Aber warum? Why? Warum ist die Deutsche Bahn ein Witz? Wieso ist Bahnfahren trotz dieser teuren Benzinpreise keine echte Alternative zum Auto? Das versuchen wir heute im ZDF Magazin Royal herauszufinden. Die vier Todfeinde der Bahn? Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Megalach. Das ist lustig, weil es stimmt. Unwetter über NRW. Stillstand am Hauptbahnhof Duisburg. Zugausfälle bei der Bahn am Hitzewochenende. Schneechaos. Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn bis Montag eingeschränkt. Laub und Nässe sorgen für Zugausfälle und Verspätungen in der Lausitz. Nasses Laub ist für die Deutsche Bahn, was Stalingrad für Hitler war, wenn Sie mir diesen unnötigen Hitler-Vergleich gestatten, meine Damen und Herren. Ich weiß, es ist ein peinlicher Witz, aber bei der Bahn sind peinliche Witze einfach so naheliegend. Die Bahn macht inzwischen sogar selber welche. Hart an der Schwelle. Was braucht man, um neue Bahnstrecken zu bauen? Schotter. Dieser Witz ist besonders lustig, weil die Bahn in den letzten Jahren nicht hauptsächlich neue Strecken gebaut hat, sondern genau das Gegenteil.
Zwischen 1994 und 2019 wurden nach Angaben des Schienenlobbyvereins Allianz pro Schiene Bahnstrecken mit einer Gesamtlänge von 3600 Kilometern stillgelegt, nahezu 10% des Netzes. Seit 1994 wurden 10% des gesamten Schienennetzes stillgelegt, obwohl, Moment mal, Züge brauchen doch Schienen, um zu fahren. So wie Marc Terenzi Jenny Elvers braucht. Und ohne Züge hat die Bahn ja keine Passagiere. Und ohne Passagiere hat sie doch keine Einnahmen. Ich bin jetzt kein BWLer, meine Damen und Herren, aber Schienen stilllegen, so richtig clever klingt das nicht. Die Bahn hat deswegen so viele Strecken stillgelegt, weil sie geguckt hat, was rechnet sich und was rechnet sich nicht. Das Auto wurde immer populärer und man ging nur nach den betriebswirtschaftlichen Normen vor und hat eben die Strecken mit dem höchsten Aufkommen genommen. Aha, die Bahn will also nur auf Strecken fahren, die sich lohnen, damit sie mehr Schotter macht. Also nicht das, was zwischen den Dingern, Schwellen liegt, sondern Geld. Also weil sie mehr Geld machen möchte. Und dieses Geld investiert die Bahn dann wieder und zwar in wirklich wahr Witze. Und wenn Sie den Türbereich frei machen, können wir zusammen nach Mallorca fliegen. Vielen Dank für die Mithilfe. Die Ansage kommt an. War doch köstlich. Gut, lustig, amüsant. Meine erste Reaktion war, ich will mit dir nicht nach Mallorca fahren. Schön zu sehen, dass Doris Schröder-Köpf wieder was zu lachen hat, meine Damen und Herren. Aber es stimmt. Es stimmt wirklich. Bahnmitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen professionelles Comedy-Coaching. Solche Sprüche sind kein Zufall, sie sind gewollt. In diesem Seminar mit dem schönen Titel Erzählen statt Quälen sitzen S-Bahn-Fahrer und trainieren tatsächlich lockere Ansagen. Dann habe ich auch mal durchgesagt, dass es, ich glaube, einmal habe ich es gesagt und dachte, ich traue mich. Es gibt vorne kein Freibier, verteilen Sie sich gleichmäßig. Ich weiß nicht, was hinten passiert ist, aber. Herzlich willkommen im Team der Heute-Show. Auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Schlechtes Schienennetz und zu wenig Züge, was machen wir? Wir schicken Lokführerinnen zum Comedy-Training. Genial. Wo hört Krisenmanagement auf? Wo fängt bedingungslose Kapitulation an? Die Bahn muss Witze machen. Dabei wäre es vielleicht eine bessere Idee, sich mal im Ernst um die Pünktlichkeit der Züge zu kümmern. Ein Viertel der Fernzüge der Deutschen Bahn ist unpünktlich. Und dazu muss man wissen, für die Bahn gilt ein Zug als pünktlich, wenn er bis zu 6 Minuten zu spät kommt. 6 Minuten. Wissen Sie, wie lange 6 Minuten sind? In der Zeit kann man sich 6 Minuten-Schnitzel nacheinander machen. Ich habe selber ausprobiert, es stimmt. 6 Minuten. Aber noch besser. Wenn ein Zug komplett ausfällt, wird das in der Statistik gar nicht erst erfasst, weil ein ausgefallener Zug ist ja nicht unpünktlich, sondern einfach gar nicht da. Und dann steht man da am Gleis mit 6-Minuten-Schnitzel in der Pfanne wie so ein Vollidiot und wartet und kein Zug kommt nicht. Die Bahn verschönert ihre Statistiken. Sie definiert das Wort pünktlich neu und setzt neuerdings voll auf Digitalisierung mit Apps wie DB Streckenagent und dem DB Navigator. Die einzigen Anwendungen, die noch mehr Mitteilungen pushen als die Corona-Warn-App nach Karneval in Köln. Das hält den Puls hoch. DB Navigator ICE 949 Ankunft 15 Minuten verspätet 5.51 Uhr statt 5.36 Uhr in Berlin. HBF ICE 949 Ankunft 10 Minuten verspätet 5.46 Uhr statt 5.36 Uhr in Berlin. HBF. Ja, warum was gegen Verspätungen tun, wenn man auch Apps entwickeln kann, mit denen die Kundinnen selber um die Verspätungen drumherum planen dürfen? Außerdem, ein unpünktlicher Zug, bei dem die Bahn-App vorher sagt, dass er unpünktlich ist, der ist ja technisch gesehen nicht unpünktlich, sondern pünktlich zu spät. Witzig, oder? Die Deutsche Bahn nennt es Fahrplan, ich nenne es unverbindliche Abfahrtsempfehlung mit Gleisvorschlag. Rolf, köstlich, köstlich. Meine Damen und Herren, das war alles mal anders mit der Deutschen Bahn. Vor 1994, da konnten wir Deutschen noch unsere Uhren nach der Bahn stellen. Morgens geht ein Zug drüber, so ungefähr 6:10 mit einer Diesellok bespannt. Und das ist so mein Wecker. Man kann nach den Zügen die Uhr stellen. Immer. So war das früher. Vor 1994 war Zugfahren sogar mal eine subtile Filmmetapher fürs Bumsen. Tschu-tschu, tschu-tschu-tschu-tschu, da fährt der Zug in den Tunnel rein. Vor 1994 waren Bahnhöfe auch noch das, was heute eine Dunkin' Donuts-Filiale ist. Der Stolz einer modernen Stadt. Bis 1880 ist das deutsche Eisenbahnnetz im Wesentlichen fertig.
Die Bahn ist das Sinnbild des Fortschritts und wird zum Statussymbol. Reisen im Zug gilt als vornehm und schick. Mächtige Bahnhöfe werden errichtet. Bahnhöfe waren mal die Kathedralen des Fortschritts in Deutschland. Hier bei uns in Köln hat man sogar eine obszön große Kirche direkt neben dem Bahnhof gebaut, damit ein bisschen vom Glanz der Deutschen Bahn auf den deutschen Katholizismus abstrahlt. Aber das Ganze ist lange her. 1994 ist irgendwas mit der Bahn passiert. Irgendwie ging es da bergab. Heute sehen Bahnhöfe so aus. Hier Gevelsberg. Wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn bitte? Oder Torgelow. Sieht aus wie das Horrorhaus von Höxter. Das Terrorhaus von Torgelow. Ist aber der Bahnhof. Oder hier Nürtingen. Wie so eine Fressnapf-Filiale, wo irgendwie die Hamster die Geschäftsführung übernommen haben. Und irgendwann hat dann die Konzernzentrale gesagt, ach komm, ja, könnt ihr ruhig weitermachen, liebe Hamster, aber macht das Fressnapf-Logo runter, bitte. So sehen Bahnhöfe aus. Der deutsche Provinzbahnhof ist zu einem Angstort geworden. Und man kann froh sein als Stadt oder Gemeinde, wenn man überhaupt noch einen hat. In Deutschland sind 123 wichtige Städte und Gemeinden nicht an den Personenverkehr der Bahn angebunden. Die Großstadt Chemnitz zum Beispiel, da leben fast 250.000 Menschen, wird erst ab Juni das erste Mal seit 16 Jahren wieder von Fernzügen der Deutschen Bahn angefahren. Bahnkunden können demnach ab dem 12. Juni zweimal täglich, jeweils um 6.26 Uhr und 8.26 Uhr, ohne umzusteigen nach Berlin fahren. 6.26 Uhr und 8.26 Uhr, als ob es in Chemnitz Leute gibt, die so früh schon wach sind. Rund 70% der Deutschen leben aber nicht in einer Großstadt und haben, wenn das Benzin so teuer ist wie jetzt, absolut keine Alternative zum Auto. Was machen wir denn, wenn die Raffinerien die Benzinpreise eines Tages auf 4 Euro hochschrauben, hä? Wer leben will wie ein König, muss auch bezahlen wie ein König! Vielen Dank für Ihre professionelle Einschätzung, königliche Hoheit. Wir melden uns. Benzin ist teuer und die Bahn in Deutschland ist keine attraktive Alternative. Und das, obwohl doch allen Deutschen im Grundgesetz versprochen wird, dass es so sein soll. Warum also ist die Deutsche Bahn so, wie sie ist? Die Bahn. Früher hat sie nur Leute und Zeugs von A nach B gebracht. Oder von B nach A, je nachdem von wo man guckt. Dann am 1. Januar 94 war, ja, wissen wir alle, die Bahnreform. Die Deutsche Eisenbahn ist seit heute wie ein Privatunternehmen organisiert. Genau, Werner. Wie ein Privatunternehmen mit 5 Tochterfirmen. Moment. Über 500 Tochterfirmen. Okay. Alle einsteigen. DB Regio und DB Fernverkehr kümmern sich um den Personenverkehr. Gütertransport und hässliche Hosen macht DB Cargo. Und zwar nicht nur in Deutschland. Die DB Netz AG kümmert sich um die Schienen. Also da, wo noch welche liegen. Die DB Station und Service AG checkt alle Bahnhöfe. Dabei wichtig, alle müssen einheitlich stark nach Pisse riechen. Privathaushalte mit Strom beliefern, das macht die DB Energie GmbH. Okay, höre ich gerade auch zum ersten Mal. Was noch? DB Arriver, gekauft für 2,8 Milliarden. Wie läuft's da so? Naja. DB Schenker macht weltweite Logistik. Mit LKW, Flugzeug, Schiff und sogar Gabelstapler. Lit. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wann ist endlich die DB ECO Group dran? Jetzt. ECO steht für Engineering, Consulting und Operating. Also für alles, wofür DB nicht steht. Und das weltweit. Zum Beispiel in Brasilien, Katar oder Uruguay. Und dann macht DB noch irgendwas mit Software. In was macht die Deutsche Bahn noch? Autos. Die DB Connect GmbH macht Fuhrparkservice, Autovermietung, Chauffeurservice, Carsharing und Gebrauchtwagen. Die gibt es bei DB Autohaus. Deutsche Bahn Autohaus. Merkt ihr selber, ne? Hab ich noch was vergessen? Ach ja, Honig. Gibt's im DB Shop. Naja, muss jeder selber wissen. Honig! Honig! Statt eine Alternative zum Auto zu sein, macht die Deutsche Bahn Honig und 525 andere Sachen, die nichts mit ihrer eigentlichen Aufgabe zu tun haben. Honig oder ein Grill, der ein Koffer ist oder ein Spielzeug oder Honig, Gleisgold. Meine Damen und Herren, Sie wissen doch, was Honig ist, oder? Honig ist Erbrochenes. Wenn eine Biene Nektar gesammelt hat, dann gibt sie ihn weiter an andere Bienen, indem sie sich in das Maul der nächsten Biene übergibt. Also quasi in den Mund einer anderen Biene reinkotzt. Und diese Biene, die die Kotze gerade empfangen hat, kotzt dann den Nektar oder den Honig dann wieder in den Mund einer anderen Biene rein. Das geht so durch den kompletten Bienenstock durch. Und die letzte Biene, die kotzt dann in die Wabe. Und diese Bienenkotze, also die letzte Kotze in der Bienenkotzenreihe, die tut dann die Bahn in dieses Glas und verkauft es im Bahnshop als Gleisgoldhonig.
Lecker. Ja, wo war ich? Jetzt habe ich vor lauter Klein-Klein die Übersicht verloren. Aber hey, da habe ich was gemeinsam mit der Deutschen Bahn. Der Staatskonzern hat seine Expansion im Ausland stark vorangetrieben. Inzwischen macht er rund die Hälfte seiner Umsätze außerhalb Deutschlands. Ja, oder mit Honig. Dass die Deutsche Bahn eigentlich dazu da ist, in Deutschland Passagiere mit der Bahn zu befördern, geriet immer mehr zur Nebensache. Wie zur heiligen Bienenkotze konnte das passieren? Es gab 1994 eine Bahnreform, weil man die hochverschuldeten Bahnen in Westdeutschland und Ostdeutschland zusammenführen, entschulden wollte und in eine privatwirtschaftliche Rechtsform überführen, sodass man sie irgendwann mal an die Börse bringen konnte. 1994 verwandelte Deutschland seine beiden Staatsbahnen, die Bundesbahn im Westen und die Reichsbahn im Osten, in eine Aktiengesellschaft, die aber zu 100% dem Staat, also Deutschland, gehört. So ein bisschen wie die Luca-App, nur halt andersrum. Und warum hat Deutschland das gemacht im Jahr 1994? Weil Bundesbahn und Reichsbahn hoch verschuldet waren und man mit einer Privatisierung super viele Leute entlassen und ganz viel Geld sparen konnte. Mit der Reform wird die Deutsche Bahn komplett umorganisiert, in einzelne marktbezogene Geschäftsbereiche aufgeteilt, die mehr Verkehr, Menschen und Güter auf die Schiene locken sollen. Dennoch müssen mehr als 100.000 Mitarbeiter abgebaut werden. Heute sind mehr als 100.000 Jobs weg, aber die Schulden sind fast so hoch wie 1994. Aber dafür gibt's jetzt halt Bienenkotze im Bahnshop. Schleck, 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 schleck. Und die Deutsche Bahn hat endlich alles, was ein richtiger internationaler Powerkonzern so braucht. Überbezahlte Manager, ein Planungshorizont höchstens bis zur nächsten Jahresbilanz und natürlich absolut kein Bock auf Allgemeinwohl. Stattdessen will die Bahn vor allem eins: Gewinne, Gewinne, Gewinne. Und wo die zu holen sind, das wussten auch schon 1994 alle. Trotz dieser günstigen Startbedingungen wird die Luft dünn für die AG. Denn nur im Personenfernverkehr mit dem erfolgreichen ICE sind von Anfang an schwarze Zahlen sicher. Ah, okay. Nur mit Fernstrecken kann die Bahn im Personenverkehr also Gewinn machen. Aber Moment mal. Ich dachte, die Bahn dient dem Allgemeinwohl. Hier, Seite 38 im Grundgesetz, Artikel 87e Absatz 4 im Grundgesetz, das hatten wir doch schon. Der Bund gewährleistet zum Wohl der Allgemeinheit ihr Verkehrsangebot. Soweit diese nicht den Schienenpersonennahverkehr betreffen, Fuck. Soweit diese nicht den Schienenpersonennahverkehr betreffen, Der Regionalverkehr, die Kurzstrecken, die Bahnstrecken, die uns im Alltag wirklich was bringen würden. Die Deutsche Bahn kümmert sich nicht genug um das Verkehrsangebot, was wir jetzt bräuchten, um vom Auto wegzukommen. Egal aus welchen Gründen, wegen Klima oder weil es zu teuer ist. Schauen Sie mal, meine Damen und Herren, ich rechne mal was aus für Sie. Wenn eine vierköpfige Familie kurzfristig mit der Bahn von Chemnitz nach Berlin wollen würde, kostet das 196,80 €. One-Way zweiter Klasse. 196,80 €. Mit dem Auto kostet das hingegen, also Chemnitz-Berlin sind 263 Kilometer, sind 263 mal 9 Liter, so viel verbraucht mein Auto auf 100 Kilometer. Das ist mal 2,25 € Dieselpreis, mal einen teuren Preis nehmen. Dann sind wir bei 53,36 €. Zugfahren ist fast viermal so teuer, wie mit dem Auto zu fahren. Wer zum Beispiel nach Chemnitz will, oder viel realistischer, wer aus Chemnitz raus will, für den lohnt sich nur ein gutes deutsches Auto. Deutschland hat die Bahn per Grundgesetz zum Luxusgut gemacht. Die Deutsche Bahn soll nicht für den Alltag da sein. Das wurde 1994 bewusst so entschieden. Das ist Absicht, verfassungsrechtlich geregelt. Geschäftsreisen von Berlin nach München erster Klasse, gerne. Mal mit dem Zug in Urlaub fahren nach Norddeich-Mole oder nach Fehmarn, klar. Aber für alles andere müssen wir in Deutschland das Auto benutzen. Das steht in unserer Verfassung. Wir müssen mit unseren Benzinautos fahren. Die Bahn ist per Gesetz keine Alternative zum Auto. Wir sind per Verfassung abhängig vom Russenheroin. Und das ist eine geniale Idee. Also zumindest für alle, die mit Autos Geld verdienen. Wie Matthias Wissmann. Ach, guck mal. Die typische Verkehrsministeruniform mit Helm und Weste. Bundesverkehrsminister und 1994 verantwortlich für die Bahnreform. Der wurde übrigens später zu einem der größten deutschen Autolobbyisten. Deutschland hat sich in seine Verfassung reingeschrieben, dass die Deutsche Bahn nicht attraktiver sein darf als das deutsche Auto. Und was soll ich sagen? Es hat funktioniert. Deutsche Bahn,
Höhere Preise, weniger Service. Stress bei der Bahn. Verspätung, Verschleiß, Verdruss. Bahnfahren mit Behinderung. Jeder sechste Bahnsteig nicht barrierefrei. Dabei wäre doch gerade jetzt die Gelegenheit, die Bahn nach vorne zu bringen. Schlaue Länder machen das. Neuseeland halbiert die Fahrpreise für öffentlichen Nahverkehr, da die Benzinpreise inmitten des Krieges zwischen Russland und der Ukraine steigen. Und in Deutschland reden wir über fucking Spritpreisbremsen oder dumme Tankzuschüsse. Wir bräuchten eine gute Bahn, auch für den Kampf gegen die Klimakrise. Aber mit unserer deutschen Bahn kann man kein Klima retten, weil die Bahn ein Witz ist. Schon seit vielen, vielen Jahren ein Fall für die Comedy-Bühne. Ich fahre viel mit der Bahn, Deutsche. Ich komme ja lieber wegen Gleisbauarbeiten ein paar Stunden zu spät, als einfach nur so. Muss es denn unbedingt Berlin-Köln sein? Bei Magdeburg-Görlitz würde ich mit mir handeln lassen. Ich hasse die Deutsche Bahn aufs Tief. Wirklich. Man muss nur auf einer Bühne sagen, ich hasse die Deutsche Bahn und die Leute lachen. Die Bahn ist ein Witz, der keine Pointe mehr braucht. Die deutsche Politik hat die Bahn unnötig kompliziert, unattraktiv und teuer gemacht. Und dabei könnte es alles ganz anders sein. Zugfahren sollte sein wie Bahnwitze. Ständig verfügbar und billig. Thank you for traveling with ZDF Magazin Royal. Vielen Dank, das war's für heute, meine Damen und Herren.